Für diesen wunderbaren Tischläufer verwende ich hier Mini-Bobbles. Und zwar sind das die aus dem Adventskalender. Der Re-Upload von dem Adventskalender kommt erst noch. Den hatte ich leider letztes Jahr nicht mehr geschafft hochzuladen. Der kommt bei uns dann dieses Jahr im September. So, und zwar benutze ich die Fadennummer 1.7, 1.6 und eventuell noch 1.5. Da muss ich mal schauen, ob ich die noch brauche oder nicht, weil jeder Mini-Bobble sind 200 Meter. Wir haben hier ein Vierfädrigen mit 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Und wie ihr seht, ein wunderbarer lila Verlauf ist das. Wir beginnen mit dem, dann kommt der und dann eventuell noch der. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Und jetzt schauen wir uns mal den Farbverlauf an. Also wenn das nicht Frühling und Sommer verspricht. Wo ihr diese Mini-Bobbles bestellen könnt, das verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Die Dame verkauft über Facebook und da könnt ihr sie euch dann bestellen. Was sie einzeln kosten, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich hatte sie, wie gesagt, im Adventskalender mit drin. Aber ich wollte jetzt nicht warten, bis der Re-Upload vom Adventskalender da ist. Deswegen verhäkeln wir sie jetzt schon. Und ich finde, diese Minis für Tischläufer sind einfach immer super passend. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und mit unserer Häkelnadel 3,5. Jetzt häkeln wir 158 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, meine Lieben, ich habe meine 158 Luftmaschen gemacht. Wie ihr seht, es ist eine ganze Menge. Und die Breite, die jetzt diese Luftmaschenkette hat, die hat dann auch unser Tischläufer. Also wie ihr seht, wir machen diesmal einen wirklich schönen breiten und auch schön lang. So, jetzt machen wir einen Umschlag und zählen die dritte Masche von der Nadel aus. 1, 2, 3. In diese stechen wir ein, holen uns den Faden, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch zwei, holen uns den Faden, gehen durch zwei. Das war ein Stäbchen. In die nächste Luftmasche einstechen, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen, durch zwei, Faden holen, durch zwei. So, jetzt haben wir schon das zweite Stäbchen. Insgesamt häkeln wir jetzt so 156 Stäbchen, weil in jede Luftmasche kommt jetzt ein Stäbchen. So könnt ihr auch nochmal nachzählen, dass ihr euch nicht verzählt habt. Supi, damit haben wir die erste Reihe schon geschafft. Wir machen jetzt zwei Luftmaschen für die Höhe und beginnen damit Reihe Nummer 2. So, als erstes kommen jetzt in vier Stäbchen jeweils ein Stäbchen. 1, 2, 3 und die 4. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen, zählen 4 Stäbchen ab, machen einen Umschlag. 1, 2, 3, 4. In das vierte Stäbchen stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. Jetzt kommen wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4.
3, 4, drei Luftmaschen und in das vierte Stäbchen der Vorreihe kommt ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und in die nächsten 4 Stäbchen ein Stäbchen. Zwei. Drei. Vier. Drei Luftmaschen. Und jetzt wieder 4 Stäbchen abzählen. 1, 2, 3, 4. Und in das vierte Stäbchen ein Stäbchen. Wieder in die nächsten 4 Stäbchen ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Drei Luftmaschen. Umschlag. 1, 2, 3, 4 und in das vierte Stäbchen ein Stäbchen und wieder 4 Stäbchen. 2, 3, 4, drei Luftmaschen. Wir zählen wieder 1, 2, 3 und in Nummer 4 kommt ein Stäbchen. So, jetzt kommen wieder in die nächsten 4 Maschen. 4 Stäbchen. 3 Luftmaschen, 4 Stäbchen abziehen, in das vierte Stäbchen ein Stäbchen rein und dann wieder die 4 Stäbchen. Und so machen wir das jetzt die gesamte Reihe weiter, dass wir dann hier so ein wunderbares abgewechseltes Muster haben. So, und abschließend tun wir die Reihe mit 4 Stäbchen in jedes Stäbchen. Also in die nächsten 4 Stäbchen kommt jeweils ein Stäbchen. So sieht die Reihe jetzt aus. So, wenn wir jetzt alles richtig gezählt haben, haben wir jetzt 39 Abteilungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Passt. Wieder 2 Luftmaschen für die Höhe. Auf den Rand, also sprich auf diesem Stückchen, kommen immer Stäbchen. Hier machen wir nichts anderes, außer wirklich Stäbchen häkeln. Das heißt, in jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Das machen wir vorn genauso wie hinten. Am Rand immer Stäbchen, so dass wir jede Reihe mit 4 Stäbchen beginnen und jede Reihe mit 4 Stäbchen enden. So. So, wir befinden uns jetzt in Reihe 3. Da, wo wir die Luftmaschen haben, die umhäkeln wir jetzt mit Stäbchen. Das heißt, hier setzen wir jetzt 3 Stäbchen rein.
und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. Dann häkeln wir jetzt 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. Das heißt, diese ganzen Stäbchen überspringen wir und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. So, diese Luftmaschenkette wird wieder mit 3 Stäbchen umhäkelt. Und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. So, die Luftmaschenkette wieder mit 3 Stäbchen umhäkeln. 1, 2 und die 3. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen und wieder umhäkeln. Und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. Und so geht das jetzt diese gesamte Reihe. Das heißt, immer da, wo wir jetzt unten Stäbchen haben, kommen jetzt Luftmaschen und um die Luftmaschen machen wir unsere Stäbchen, so dass wir das dann hier wunderbar im Wechsel haben. So, wie damit haben wir Reihe 3 auch geschafft. Ich ziehe es mal kurz durch. Wie ihr seht, beendet habe ich es wieder mit Stäbchen. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. So haben wir dann hier zum Schluss 5 Stäbchen. Und zwar einmal von hier umhäkelt plus Abschluss und dann hier noch Stäbchen rein. So, wir beginnen mit der nächsten Reihe. 2 Luftmaschen für die Höhe, wir wenden das Ganze. Wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also, 1, 2, 3, 4. Jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen. So, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, ein Stäbchen auf das letzte Stäbchen von dem Päckchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das erste Stäbchen von dem Päckchen, 3 Luftmaschen, und ein Stäbchen auf das letzte von dem Päckchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das erste von dem Päckchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das letzte. 3 Luftmaschen Stäbchen auf das erste. So, schauen wir es uns mal an. Sieht jetzt so aus.
Und so häkeln wir uns jetzt diese gesamte Reihe weiter, dass wir jetzt hier im Prinzip in dieser Reihe nur Stäbchen und Luftmaschen haben. Hier geht es jetzt weiter mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das letzte von dem Päckchen. 3 Luftmaschen auf das erste. Drei Luftmaschen auf das letzte. So, jetzt bin ich kurz vorm Ende. Wie ihr seht, ich habe das jetzt immer so weitergemacht. Aber jetzt haben wir so viele Stäbchen hier. Ich mache meine 3 Luftmaschen, Umschlag. Wir zählen 1, 2, 3, 4 Stäbchen ab. Und in das vierte Stäbchen häkeln wir unser Stäbchen und jetzt nochmal 4 Stäbchen bis nach hinten. 1, 2, 3, 4, 2 Luftmaschen, wir drehen das Ganze. 1. Und auf jedes Stäbchen kommt nun ein Stäbchen. 1. 2. 3. 4. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Und so geht das jetzt in dieser Runde immer weiter. Wir häkeln jetzt wieder 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen, 3 Luftmaschenstäbchen bis hier runter. Das letzte Stäbchen kommt dann hier rein. Dann kommt hier auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, sodass wir hier insgesamt dann nochmal 4 Stäbchen häkeln. Also haben wir dann von hier bis hier insgesamt 5 Stäbchen, weil wir kommen mit den 3 Luftmaschen hier an, setzen hier ein Stäbchen und dann kommen noch 4 Stäbchen. Und das ist dann schon diese Reihe. Und wenn wir die Reihe geschafft haben, sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen und wir können mit dem Muster beginnen. So, damit ist die Reihe auch geschafft. Wie ihr seht, hier kommen wir an mit den Stäbchen und dann häkeln wir nochmal 1, 2, 3, 4 Stäbchen. Und so sieht die Reihe aus. Ich ziehe sie mit den Fingern gleich ein bisschen breit, dass ihr besser gucken könnt. So, haben wir die Reihe auch geschafft.
Und damit sind wir schon in Reihe Nummer 6. Wir machen zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. In jedes Stäbchen ein Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und jetzt machen wir insgesamt 12 von diesen wunderschönen Karos. Eins haben wir jetzt schon. Also drei Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen. Das ist die 2. Die 3, die 4, sieben, acht, neun. Elf und die 12. So, die nächste Luftmaschenkette, das ist dann diese hier in Karo Nummer 13. Die wird mit 3 Stäbchen umhäkelt. Ist eine übersprungen. Ups. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. 11 offene Karos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, diese Luftmaschenkette
Das 12. Karo wird umhäkelt mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. So, jetzt kommt auf jedes Karo, also auf jedes einfache Karo, ein einfaches Karo. Das heißt 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, 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 Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Luftmaschen und ein Stäbchen und jetzt 4 weitere Stäbchen. 1, 2, 3. So, und damit ist Reihe Nummer 6 auch abgeschlossen. Ihr seht, wir haben jetzt hier jede Menge einfache Karos und dazwischen hier und hier umhäkelt und der Rest ist alles ein einfaches Karo. So, und damit das Video jetzt nicht so ewig lang wird, mache ich jetzt hier an dieser Stelle mit dem Stück Schluss. Wir sehen uns aber dann gleich wieder im nächsten Video. So splisse ich nämlich das Ganze. Ich gehe nämlich mit euch jetzt wirklich Stück für Stück jede Reihe durch. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bleibt weiter dran. Das wird ein ganz, ganz toller Tischläufer und wie ihr seht, auch nicht gerade klein. Moment, ich ziehe mal hier lang. Jetzt messen wir mal. Ne, ungespannt kommen wir gut auf 70 cm Breite. Also da haben wir auf jeden Fall was richtig Schönes, Großes. So, wir machen gleich weiter im nächsten Teil.